Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's euer Alex, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wie jeden Mittwoch gibt es heute auch wieder ein Video zur Produktrecherche. Ich zeige euch Tipps und Tricks, wie ihr an diese Sache rangeht, wie ihr profitable, gewinnbringende Produkte im Internet findet. Und dazu habe ich schon unzählige Videos gemacht, schau sie dir gerne an. Aber zum heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie das klassische Suchverhalten wieder funktioniert. Zu Produkten, die wir zum Beispiel bei eBay verkaufen möchten und bei Alibaba oder AliExpress einkaufen. Ich habe ganz spannende Produkte, paar spannende Produkte rausgesucht, die definitiv interessant sind für den jetzigen Sommer. Und deshalb schau dir das Video gerne bis zum Schluss an. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Ja Freunde, wir beginnen mit dem Video zur Produktrecherche, zur Produktsuche. Und ich möchte euch kurz einen Tipp und einen Hinweis geben. Denn die meisten, die meinen Kanal verfolgen, haben das vielleicht mitbekommen, dass ich jetzt in dem Community-Bereich Deals raushaue. Ja? Das sind Deals wie zum Beispiel Tastaturen, Uhren und so weiter. Es kann alles Mögliche sein. Ja? Es spielt keine Rolle, was das ist. Ich achte sehr stark drauf, ob es gewinnbringend ist oder nicht. Ja? Und hier müsst ihr tatsächlich schnell sein. Abonniert diesen Kanal, drückt auf die Glocke, so verpasst ihr dann keinen Deal. Guckt öfters mal bei YouTube in der Suchleiste und dann seht ihr, das wird direkt ganz oben eingeblendet, wenn ihr diesen Kanal abonniert habt. Und wir schauen uns mal diesen Deal hier an. Ja, das habe ich vor einer Woche gepostet. Das ist ein Amazon-Deal und zwar Zahnbürsten. Hier ging es tatsächlich um zwei Stück. Wir sehen es hier, zwei Zahnbürsten. Und wenn wir mal das Ganze uns hier anschauen, diese Zahnbürsten haben laut Deal 153,75 Euro gekostet. Ja? Jetzt sind die für 299 Euro erhältlich. Ja? Ja, es gibt hier einen, der es günstiger noch anbietet, aber im Grunde genommen spielt das keine große Rolle, denn ihr hättet hier richtig guten Gewinn machen können. So, und zwar vor einer Woche, gucken wir uns das Ganze mal in einer Monatansicht an. Wir haben hier diesen Deal gehabt. Für 153 Euro, das Ding ist von 259 auf 153 gesprungen. Das hat Amazon selbst angeboten und wer hier zugeschlagen hat, der hat definitiv Gewinne machen können, wenn er das Ding jetzt natürlich schon verkauft hat. Wenn nicht, dann wird er es sicher noch verkaufen, denn wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, dass diese Zahnbürsten sind noch nicht so alt jetzt, aber wenn wir mal hier 261 Tage zurückschauen, die UVP für diese Zahnbürsten waren bei knapp 320 Euro. So, es war nie unter 200 Euro gefallen. Ja, und wenn ihr das hier für 253 zugeschlagen habt, dann habt ihr sicherlich Gewinn machen können. Auch wenn ihr das Ding bei Marktplätzen wie Amazon und eBay dann verkauft, weil das Ding ist auch frei verkäuflich. Ihr könnt das auch bei Amazon selbst einstellen. Wir sehen es hier, wir haben nur zwei Händler dafür. Man hätte es ganz normal auch hier online stellen können und dementsprechend mit einem kleinen Aufschlag jetzt das Ganze verkaufen. So, und ich poste das Ganze hier mit der Beschreibung dementsprechend, worum es sich handelt, was sind die Vergleichspreise, wie viel ist Gewinn möglich. 30 bis 70 Euro, vielleicht sogar mehr, wäre hier möglich. Und wenn ihr das Ding sogar am Ende sogar bei eBay Kleinanzeigen reinschaut, dann werdet ihr auch guten Gewinn machen können. Ja? Wenn ihr Kleinunternehmerregelung habt, dann habt ihr noch den Vorteil, dass ihr keine Umsatzsteuer abführen müsst. Dementsprechend habt ihr noch mehr Gewinn, das ihr machen könnt. Und solche Posts mache ich öfters und schaut euch das Ganze, wie gesagt, an. Das lohnt sich hier reinzuschauen. Wir hatten hier solche Boxen, ja, auch 40 bis 70 Euro Gewinn, ja, wäre möglich, weil ihr hättet hier nur die JBL Extreme 3 bezahlt und das andere wäre kostenlos. Dieser Deal ist sehr schnell vorbeigegangen. Wir haben hier eine Uhr, die ist glaube ich sogar noch aktiv, könnt ihr tatsächlich euch anschauen, auch 40 bis 60 Euro Gewinn möglich. So, und eine Tastatur haben wir hier und hier waren auch 20 bis 30 Euro möglich. Es ist natürlich abhängig vom Einkaufspreis. Umso höher der ist, umso höher auch der Gewinn ist in dem Falle möglich. Nur hier müsst ihr dann schauen und regelmäßig reinschauen. Das habe ich vor 17 Stunden jetzt gepostet. Ich mache das jetzt regelmäßig und da werdet ihr coole Deals kriegen. Nur so als kleine Sache nebenbei. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann solche Deals nicht und bist immer up to date.
Gib mir diesem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere solche Videos zu machen, motiviert mich, Posts zu machen. Und wir können als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. So, das Ganze war jetzt so nebenbei kurz gesagt, worauf ihr achten könnt jetzt auf diesem Kanal. Was ich heute mit euch machen möchte, das klassische Suchen von Produkten, die auf eBay erfolgreich verkauft werden und die man bei Alibaba einkaufen kann. Und der Sommer ist quasi schon da. Ja, für die meisten ist es jetzt tatsächlich schon da. Es wird aber noch ein paar kühle Tage geben. Deshalb werden die meisten sich noch auf den Sommer nicht ganz eingestellt haben, aber der kommt demnächst. Und schaut euch Produkte jetzt an, die für den Sommer sehr, sehr wichtig sind. Ich weiß, das sind Saisonprodukte, da müsst ihr vorsichtig sein, wenn du ganz neu in dieser Nische bist, beziehungsweise jetzt gerade erst anfängst zu verkaufen, dann würde ich mich nicht unbedingt an Saisonprodukte sofort wagen. Mach einfache Produkte, die generell gefragt sind, aber Saisonprodukte lassen sich ziemlich gut verkaufen. Und wenn wir hier einfach mal schauen nach Grillsachen, weil der Grill wird demnächst angezündet und dann läuft das Ganze. Ihr gebt einfach bei eBay einmal Grill ein und dann habt ihr direkt schon einige Vorschläge, die euch hier angeboten werden. Grillanzünder, Grillabdeckung, auch sehr interessant. Grillmatte, vielleicht zum Drunterlegen, Grillthermometer, ja, zum Fleischtemperatur messen, Grillplatte, Grillpfanne, Grillzange, Grillhandschuhe, Grillrost. Okay. Grillzange klingt für mich super interessant, super einfaches Produkt und dementsprechend auch sehr, sehr gut verkäuflich. Wir sehen es hier, wir haben solche holzerne Grillzangen alleine schon, die für 10 Euro verkauft werden. Edelstahlsachen werden hier zum Teil 15 Euro, aber auch vielleicht ab 10 Euro verkauft. Solche Sets, ja, werden zum Teil öfters verkauft, nur die sind tatsächlich manchmal unbrauchbar, ja. Solche Zangen sind echt cool und wenn die komplett aus Edelstahl sind, dann sind die Dinger super, super cool. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an und geben das Ganze hier mal ein. Ich habe es schon mal eingegeben und zwar am besten gebt ihr bei Alibaba das Ganze auch auf Englisch ein und dann findet ihr auch euch auch die besten Deals. Wir sehen hier solche Zangen, wie wir die hier gesehen haben. Ups. Ja, tatsächlich, das ist ungefähr das gleiche Produkt. Ja, wird für 10 Euro verkauft, könnt ihr hier ab 500 Stück, ihr müsst natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen dafür, ja, 500 Stück, dann seid ihr ungefähr hier, sagen wir mal, ihr zahlt 80 Cent pro Stück mit inklusive Versandkosten, Zoll und so weiter, dann seid ihr ungefähr bei 500 Euro. So, und ja, dann habt ihr ungefähr 500 Stück gekauft davon. Super Produkt aus Edelstahl, sieht sehr, sehr gut aus, sehr robust und im Grunde genommen sehr einfaches Produkt. Man kann es in einem Briefumschlag als Maxi-Brief, denke ich mal, verschicken. Wir können uns hier die Maße einmal anschauen. Ja, 5 cm, das ist genau ein Maxi-Brief von der Länge beziehungsweise auch von der Breite. Ja. Warum nicht? Also im Grunde genommen, das ist auch ein Produkt, wenn ihr es dann für 10 Euro oder sagen wir mal auch 15 Euro anbietet, ist es jetzt nicht viel Ware. Dementsprechend könnt ihr das Ganze so verschicken für 2,70 Euro. Man kann bei der Post jetzt mittlerweile auch Briefe mit Sendungsnummer verschicken. Das Ganze kostet auch nicht viel mehr. So, und ihr bekommt hier tatsächlich super günstige Preise, 500 Stück, also echt top. So, dann schauen wir mal weiter hier zum Beispiel, ja, solche Sets auch, ja, das sind immer 2 Stück vielleicht, die ihr da nehmen könnt, genau, und sowas hier, ja, sowas Plastik würde ich eher nicht, die meisten bevorzugen komplett Edelstahl, was das hier zum Beispiel auch ist, und wir haben hier auch super Preise, sehr coole Produkte, und ihr seht es hier, genau, sehr handlich, sehr coole Produkte. Probiert es aus, fragt die Hersteller an, also ihr könnt direkt starten, eine Order starten oder ihr kontaktiert einfach den Verkäufer hier und dann könnt ihr das Ganze mal anfragen für die gewisse Anzahl hier. Zum Beispiel haben wir das Ganze schon ab 10 Stück. Als kleiner Produkttipp natürlich, ja, also ihr müsst nicht unbedingt das machen, ihr könnt natürlich das Ganze auch aussuchen hier, vielleicht findet ihr auch was anderes interessant, vielleicht so eine Grillabdeckung oder so, das wäre ja auch interessant. So, super einfache Produkte, darauf müsst ihr euch konzentrieren. So, als nächstes habe ich dann gedacht, okay, schauen wir uns mal an, und zwar für Fahrräder.
Fahrrad, auch da, wenn ich Fahrrad eingebe, wir haben Fahrradlicht, Fahrradschloss, Fahrradklingel, Anhänger und so weiter, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob eBay das Ganze hier nach der Suchpriorität die Reihenfolge hier sortiert. Es ist gut möglich, ja. Ich kann mir vorstellen, dass nach Fahrradlicht mehr gesucht wird als nach Schloss oder Klingel, ja. Deshalb kann es sein, dass hier die Priorität entscheidend ist. Hier könnt ihr natürlich Lichter anschauen, aber da gibt es unzählige von, auch alles andere gibt es unzählig, ja. Was ich interessant finde, sind Fahrradsättel, die gehen ja öfters auch mal kaputt und deshalb kann man sowas auch anschauen. Wir sehen es hier, für 10 Euro wird so ein Fahrradsattel schon mittlerweile angeboten, recht günstig, zum Beispiel auch hier mit Beleuchtung. Und tatsächlich, ich habe ja schon mal vorgesucht und wir schauen uns das Ganze einfach mal an, und zwar dieser Fahrradsattel, genau der, wenn ich mich nicht irre, es muss genau der sein, wird auch hier verkauft. Und jetzt schauen wir mal, er hat hier 428 Stück verkauft. In den letzten 24 Stunden hat er schon 11 Stück davon verkauft. Er verkauft die für 15 Euro. Wie sieht denn der Einkaufspreis aus? Der Einkaufspreis liegt bei 4,40 Euro. Ja. Ihr könnt hier auch eine kleine Menge nehmen. Ihr könnt ab gewisser Menge könnt ihr hier auch Rabatte bekommen und so weiter. Ja. Da würde ich einfach mal mit dem Käufer oder Verkäufer sprechen und fragen, wie sieht das Ganze aus. Wir haben hier Lieferzeiten, wenn ihr das Ganze per Express macht, von knapp 2 Wochen. Das ist optimal für die Zeit, wo die Saison erst richtig losgeht. Ja? Und ihr werdet diese Fahrradsättel gut verkaufen können. Schaut euch das an. Also es sind qualitative Sachen hier. Und wenn ihr dem Ganzen vielleicht nicht so doll traut und erstmal euch von dem Produkt überzeugen wollt, dann würde ich das gar nicht erstmal hier bestellen, weil es ist definitiv das gleiche Produkt. Ich sehe das hier. Ihr seht es hier, die Bilder sind sogar die gleichen genommen. Und so weiter. Und scheinbar ist das Produkt gut. Wir haben hier 3 Bewertungen bekommen von Käufern und allgemein Verkäufer, sieht auch gut aus. Ich würde es hier Produkt einmal bestellen und das mir anschauen. Wenn es cool aussieht und von der Qualität was hermacht, dann könnt ihr es hier tatsächlich dann auch bestellen und das Ganze dann auch gut weiterverkaufen. Ja? Ihr werdet hier ungefähr 5 Euro Gewinn pro Sattel machen. Ja, gehe ich von aus. Vielleicht mehr, weil der Preis eventuell steigen wird. Wir schauen mal, wie die Preise momentan sind. Also er verkauft es ja für 14,99 Euro. Wir sehen es hier, er hat es für 13 Euro mal verkauft und niedriger nicht. Aber super, also über 100 Stück schon alleine in 10 Tagen, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich nehme das Video jetzt am 31. auf und über 100 Stück nur in 10 Tagen. Wahnsinn. Also wenn ihr hier ein bisschen preislich sogar ein bisschen höher seid als er, dann werdet ihr vielleicht weniger verkaufen, aber dementsprechend habt ihr dann ein bisschen mehr Gewinn. Wenn ihr natürlich Probleme habt, das Ganze zu verkaufen, schaut euch die Videos an, die ich gemacht habe, wie man besser verkaufen kann durch Anzeigen, durch verschiedene Tools, die ihr bei eBay auch einsetzen könnt. Das blende ich euch hier gerne in der Infobox ein oder unten auch in der Beschreibung. Also super einfach. Die 2 Produkte sehe ich sehr, sehr gut, dass die auch gut laufen werden diesen Sommer und deshalb traut euch, macht es einfach mal, probiert es aus und ihr werdet definitiv Erfolg haben. Davon gehe ich aus. Ich freue mich, wenn dir dieses Video geholfen hat und vielleicht ein kleiner Ansporn war, auf Produktideen zu kommen durch dieses Video. Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal auch abonnierst, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr, wenn du die Glocke drückst und dementsprechend freue ich mich auch, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst. Das animiert mich, viele weitere solche Videos zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg beim Verkaufen, Fragen gerne unten in die Kommentare, alles Gute, ciao.